Mit dem zweiten Story-DLC Dragonborn zum Mammut-Rollenspiel The Elder Scrolls V Skyrim dürfen wir erstmals seit dem Add-on Blood Moon, das 2003 für Morrowind erschien, wieder zur Insel Solstheim reisen. Aber das neue Gebiet ist natürlich nicht alles, denn das Eiland, das hoch im Norden von Tamriel liegt, hat noch zahlreiche weitere Neuerungen in petto. Beispielsweise können wir lernen, Drachen zu reiten und müssen uns dem allerersten Drachenblut entgegenstellen, dem Drachenpriester Mirahak. Warum Dragonborn damit das bisher beste Kapitel von Skyrim ist, erklären wir jetzt im Test. Um unser neues Abenteuer auf der Insel Solstheim, die im Nordosten von Himmelsrand liegt, zu starten, müssen wir im Hauptspiel die Quest Das Horn von Jürgen Windrufer abgeschlossen haben und uns dann im Hafen der Stadt Windhelm zu Kapitän Gjallund Salzweiser begeben. Die entsprechende Bezahlung vorausgesetzt, nimmt er uns an Bord seines Schiffes Nordmaid und schippert mit uns zur Dunmeersiedlung Rabenfels. Doch auf dem abgelegenen Eiland, das Teil der Provinz Morrowind ist, gehen seltsame Dinge vonstatten. Fast alle Bewohner der Insel treffen sich nachts, um an schimmernden Monumenten und einem großen Tempel in der Mitte von Solstheim zu arbeiten. Sprechen wir sie jedoch des Morgens darauf an, kann sich niemand an das nächtliche Treiben erinnern. Ich bin mir nicht sicher. Haben wir das gebaut? Ich kann mich nicht entsinnen. Wie sich nach unseren ersten Ausflügen ins Umland jedoch bald herausstellt, steckt niemand anderes als Mirahak, der einstige Drachenpriester und Bewacher von Solstheim, hinter den willenlosen Inselbewohnern. Der mächtige Schuft, um den sich ein Kult gebildet hat, hat nichts Geringeres vor, als das Reich des dädrischen Fürsten Hermeus Mora zu verlassen und in die Welt der Sterblichen zurückzukehren, um zu herrschen. Versteht sich von selbst, dass wir als einzig wahres Drachenblut nicht mit seinen Plänen einverstanden sind. Der rund 8 Stunden lange Hauptquest könnte ruhig noch etwas länger sein, bietet aber jede Menge Abwechslung. So reisen wir zu Mirahaks alten Tempel, durchstreifen die überfluteten Hallen der alten Dwemer-Ruinen von N'Chardak und begeben uns sogar mehrmals in die von Genie und Wahnsinn gezeichnete dädrische Welt Apokrypha. Ohne es vorwegzunehmen, man darf sich auf ein wahrhaft episches Ende der Quest freuen und hat auch danach noch zig Nebenquests zur Auswahl, die uns bei der Stange halten. Hier müssen wir zum Beispiel nach dem verschollenen Schmied des Skaldorfs suchen, der als einziger das Geheimnis des Schmiedens von Stahlrim kennt. Als unser einziger Schmied ist Baldorf für unser Dorf sehr wichtig. Wer Skyrim kennt, der wird sich auch sehr schnell auf der Insel Solstheim zurechtfinden. Alles wirkt auf den ersten Blick vertraut. Dennoch liefert Dragonborn eine erfrischende Spielerfahrung und einige der besten Momente von Skyrim überhaupt. Die unzähligen tollen Neuerungen fügen sich nahtlos in das Spiel ein und es wirkt so, als sei die Insel, die in etwa so groß wie ein Fürstentum aus Himmelsrand ist, schon immer im Spiel integriert gewesen. Die Neuerungen beginnen bei den neuen Rüstungen und Waffen aus Knochen, Chitin und weiteren Materialien und hören bei den neuen Füßenspinnenarten wie der Albino-Spinne noch lange nicht auf. Denn an einigen ausgewählten Orten auf der Insel kann man das neue Material Stahlriemen finden, mit denen die alten Nord die Gräber ihrer Toten versiegelten. Hat man genügend Masse von dem kostbaren, verzauberten Eis gesammelt und die Quest eine neue Stahlriemenquelle im Dorf der Skal abgeschlossen, kann man sich einen Schmiedeskill von 80 vorausgesetzt, daraus die hübsche neue Stahlriemenrüstung schmieden. Aber auch neue Zutaten wie die Aschsüßkartoffeln, die auf den mit Asche bedeckten Böden Solstheims wachsen, neue Bücher und Gegner wie die Aschenbrut findet man auf der Insel. Eine der interessanteren Neuerungen ist aber natürlich das Drachenreiten. Um auf einer der geschuppten Panzerechsen durch die Lüfte von Solstheim und Himmelsrand zu gleiten, muss man allerdings die Hauptquest beendet haben und alle 3 Stufen des neuen Drachenschreis Willenbeugen beherrschen. Wendet man diesen nun auf einen Drachen an, wird dieser zahm wie ein Lamm und man kann aufsteigen. Aus der Luft können wir jetzt unseren neuen fliegbaren Untersatz befehlen, bestimmte Ziele anzugreifen. Schön wäre es natürlich gewesen, selbst den Drachen zu lenken, das geht aber leider nicht. Bei der technischen Umsetzung des Add-ons hat sich im Vergleich zum Hauptspiel nicht viel geändert, aber das macht nichts. Denn auch das neue Gebiet bezaubert durch seine atemberaubende Schönheit. Die südliche Hälfte von Solstheim erinnert mit ihrer von der Asche des Roten Berges bedeckten Landschaft und den Netsch aus Morrowind an den dritten Elder Scrolls Teil.
Im Norden hingegen erwarten den Spieler schneebedeckte Berge und verschneite Küstenlandstriche. Am beeindruckendsten sind allerdings die vertrackten Abschnitte der Apokrypha-Welt. Die Gegner und Levels dieses Parallelreichs wirken so, als ob sie direkt einer Horrorgeschichte H.P. Lovecrafts entsprungen wären. Insgesamt betrachtet ist der Kosmos von Solstheim mit seinen unterschiedlichen Kulturen genauso homogen und glaubwürdig, wie man es von Skyrim gewohnt ist. Auch der Soundtrack ist nach wie vor bezaubernd und wurde sogar um einige aus Morrowind bekannte Melodien erweitert. Dragonborn schafft es mühelos, uns wieder in den Bann der Elder Scrolls-Reihe zu ziehen. Beim Spielen vergeht die Zeit auch ein Jahr nach dem Release des Hauptspiels wieder schneller, als man auf die Uhr schauen kann. Und alles andere um uns herum wird zur Nebensache. Denn Bethesda hat an jeder nur erdenklichen Ecke neue Inhalte hinzugefügt. Die reichen von der Fähigkeit zum Drachenreiten bis hin zu der Möglichkeit, den Schrei unerbittliche Macht, also Fußrodar, so stark auszubauen, dass er schwache Gegner sofort auslöscht. Am großartigsten haben uns aber die neuen Abschnitte aus Apokrypha gefallen. Zwar ist die Hauptquest mit ihren 8 Stunden insgesamt etwas kurz, dafür ist die Insel so riesig, dass der DLC-Kaufpreis jeden Cent wert ist. Wer Skyrim mag, wird Dragonborn lieben. Wir verabschieden uns jetzt wieder auf die Insel Solstheim und erkunden verborgene Winkel und vergessene Höhlen. Könnte ja sein, dass wir wieder etwas Tolles Neues entdecken.